Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei 7 Days to Die. Ich habe den ganzen Kram vom letzten Mal wegsortiert, habe jetzt nur noch so notwendiges Zeug dabei. Ich würde sagen, wir legen jetzt auch mal los und machen noch ein bisschen die Mauer. Zumindest mit dem bisschen, was wir jetzt hier haben. Ist natürlich nicht die Welt, aber hey, besser als nichts. Ich konnte ja auch nicht ahnen, dass da die Horde kommen wird. Von daher bin ich da recht glücklich. Okay, mit unserem 5 Meter Arm machen wir das von hier hinten aus. Ist überhaupt kein Thema. Na, allzu viel wird es leider nicht werden, aber es ist ja schon mal ein Anfang. Ich könnte schon mal den, sag ich mal, Torbogen machen. Das kannst du schon mal ein bisschen weiter planen. Diese Höhe sollte es haben, dann können wir auch das Haus erstmal haben. Also so lassen. Und später werden wir das dann noch erweitern, indem wir dann ja, so einen Aufgang als machen, dass wir da auch Türme hinmachen und so weiter. Das machen wir aber erst alles später. Wir machen das jetzt erstmal als Hauptschutz gegen die Zombies. Ich habe ja gesagt, in dieser Staffel werde ich nicht ein Großprojekt machen. Ich nutze jetzt erstmal das hier. Und werde das beliebig erweitern. Aber die Mauer sollten wir dann schon haben. Bevor wir da irgendwie weiter denken. So. Das ist die Zielhöhe, die wir erreichen müssen. Ist eigentlich auch nicht so schwierig, nur wir müssen halt die Destroyed Stones haben. Aber wenn wir die große Horde jetzt beseitigt haben, dürfte das ja kein Problem mehr sein. Hoffe ich doch. So, das hat genau gereicht. Können wir rumgehen, schon mal setzen. Nicht in die Stacheln rückwärts einlaufen. So, das ist die Zielhöhe. Hier auf der Seite ist es natürlich nicht so hoch, weil es da ein bisschen auf der rechten Seite erhöht ist, aber kein Problem. Wir werden das ja in Zukunft erweitern, wie ich bereits erwähnt habe. Aber ich will auch so langsam mal das Haus setzen, dass wir dort endlich alle Schmelzen machen können, damit wir auch Pistolenmunition herstellen können und so weiter und so weiter. Und die ganzen Sachen für endlich mal vernünftig ordnen. Gas haben wir jetzt zum Glück noch genügend, dass wir in Zukunft weitere Cobblestone Frames herstellen können. Nur es wird an Holz mangeln, aber wie gesagt, ich hatte ja da hinten diese Holzstraße gemacht, die wir dann auch mal bei Gelegenheit abernten können. Auch sowieso nicht lang. Klar, das wird allgemein nicht lang. Aber erstmal so, dass wir Schutz haben, dafür wird es reichen.
Gut. Ah nee, das war's noch nicht. Die letzte Höhe. Vorerst. Ich würde sagen, wenn wir das irgendwann ausgekleidet haben, dann kann man noch eine Stufe draufpacken, so dass wir dann das so konstruieren werden, dass wir dann auch auf der Mauer laufen können. So als zukünftige Erweiterung, als Gedankengang für die Zukunft. Würde ich sagen, machen wir das dann so. Und wie gesagt, eure Meinungen und Tipps und Tricks und wie auch immer eure Vorschläge berücksichtige ich dann auch, wenn es möglich ist. Es muss halt immer im Rahmen der Möglichkeiten sein, wie man etwas angeht und wie ich es erweitern kann in Zukunft für das Let's Play. So. Das wäre erstmal die Höhe, die ich haben will, damit die Mauer, damit wir das Haus bauen können, damit wir gesichert sind. Und in Zukunft werden wir das noch erhöhen. So, damit ich mir nicht noch irgendwie was an den Beinen tue. Hier müssen wir natürlich noch einen schöneren Gang machen. Später mit Clay. Das war's auch schon. Gut. Oder auch nicht gut. Die Cobblestone Frames sind übrig. Können wir schon mal die Wood Frames setzen und hier schon mal planen. Baustelle schon mal vorangeht und auch so langsam mal sieht, was es mal werden soll. Ist doch ein bisschen größer, als ich gedacht habe, aber ist ja auch nicht so verkehrt. Vor allem nicht, wenn wir das noch nach Belieben erweitern werden. Jetzt kommen wir wieder zu der Fenstersache. Die Höhe sollte es haben. Schön so machen, damit ich mir nichts breche. Damit dieser Knöchel auch endlich mal verheilen kann. Ist ja jetzt schon mittlerweile eine halbe Ewigkeit so. Die Rahmen für die Fenster, falls die Frage aufkommen soll, was ich da mache. Aber ich finde, das sieht man ja auch. So. Machen wir die Fenster denn hier? Zwei, so. So passt es ja auch eigentlich. Hinten ist wieder ein tanzendes Schwein. Soll Piggy mal machen. Zwei, ja, so.
So wird es dann gut. So. Das ist aber 3. Dann machen wir das so. 2. Okay, so sieht das. So kann man es lassen. Aufgang, der Aufgang, der Aufgang. Machen wir doch dann hier hin. Weil sich das am besten anbietet hier mit dem Dreier-Ding. Dafür müssen wir dann aber mal ein paar Stickies machen. Könnte ja schon die nächste Etage schon mal so planen. Holz wird nicht reichen, aber Holz werden wir ja noch genügend finden. Das ist also momentan kein Problem. So, das war's dann. Damit bauen wir noch die Leiter. Ach, die haben wir noch gar nicht gemacht. Na dann wird es jetzt das erste Mal sein. So, jetzt können wir noch ein bisschen das Ganze so auskleiden, mit ein bisschen Holz, was wir noch haben. Wenn es uns dann nicht mehr gefällt, kann man es ja immer noch ersetzen. Woodframes gehen ja jetzt Gott sei Dank schnell kaputt, wenn man eine gute Axt hat. Alles ein bisschen verändert worden. Momentan sieht das auch nicht so schön aus. Aber das wird wahrscheinlich noch werden. Ah, wir haben kein Holz mehr. Gut, haben wir jetzt alles verbraucht, was wir verbrauchen können. Ich würde sagen, dann essen wir. Nee, essen und trinken tun wir jetzt, wenn wir zu Hause sind. Jetzt erstmal nach Hause gehen. Unser provisorisches Zuhause natürlich noch. Nein, ich will nichts machen. Wie sieht es mit der Ernte aus? Ah, Kaffee. Das ist ja super. Pflanzen wir direkt mal neu. Weiter das mal ganz kurz. Ich meine, wir müssen ja nicht geizen mit dem Platz. Wir haben ja Platz. Echt manchmal verstehe ich nicht so ganz. Das vorige System fand ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Aber wenn sie meinen, sie müssten das überarbeiten, gut, kann man machen. So. Wesentlich mehr Platz. Das sieht doch schon mal gut aus. Können wir die Hau wieder weglegen? Das nehmen wir wieder mit. Ich weiß gar nicht, ob wir unten noch Platz haben. Auch, wir sind doch genau rechtzeitig, sehe ich gerade. Auf dem Weg
nach Hause, denn es wird ja jetzt dunkel. Hätte ich ganz außer Acht gelassen. Ah, die Kiste ist natürlich voll. Wir können uns auch eigentlich schon Abdrücke machen von den jeweiligen Dingen, wenn wir das denn schon können. Ich nehme mal die Sachen mit. Die ganzen Pistolensachen zum Beispiel. Hier haben wir doch die Mauls. Also haben wir anscheinend noch nicht gelernt. Iron Ingot Mold. Kann man jetzt keine Abdrücke mehr davon machen? Oder wie sehe ich das? Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht etwa eins höher. Lead Ingot Mold. Also irgendwie wird diese gar nicht mehr angezeigt. Und wenn ich es hier eingebe, haben wir da auch nichts. Wie ist es denn, wenn ich jetzt hier Hunting Rifle könnten wir sogar herstellen, aber ich sehe da nichts mehr mit Abdrücke. Oder wir können es halt noch nicht. Ich gehe eher davon aus, dass wir das noch nicht können. Ist natürlich ungünstig. Hunting Rifle könnten wir herstellen. Müssen wir aber nicht. Lassen wir auch mal. Also momentan möchte ich die noch nicht haben. So, was machen wir jetzt mit den anderen Kram? Okay, das kriegen wir alles da rein. Haben wir hier noch Stickies, haben wir da. Den Kram kriegen wir nicht mehr unter. Ach, wir haben wohl noch Bretter. Ha, super. Aber wiederum, den Hammer brauche ich ja auch für das nächste Mal. Aber beim nächsten Mal sollten wir dann auch wieder Destroyed Stones holen. Also brauchen wir den Hammer dann wiederum nicht. Restlichen Kram lege ich jetzt einfach mal mit hier rein. Ist jetzt auch egal. Gravel brauchen wir nur für Beton. Eine Betonmauer hätten wir machen können. Aber das hätte wirklich zu lange gedauert und das wollte ich nicht nochmal machen wie in der letzten Staffel. Das hat wirklich zu lange gedauert, das Ganze. Vielleicht kann man ja nachher mal irgendwas davon ersetzen und dann Reaver Frames und daraus dann Betonmauer machen. Müssen wir sehen. Aber so erstmal nicht. In erster Linie Cobblestone Frames halte ich für sinnvoller. Und hier haben wir noch jede Menge Kram, den wir so bearbeiten müssten, bearbeiten können. Jetzt habe ich das aus Versehen hingeschmissen. Das hier kann ich mal zu Leder umwandeln. Haben wir wieder einen Platz mehr in der Kiste. Aber bald steht ja das Haus, dann brauche ich ein paar mehr Kisten und dann machen wir wieder die alte Ordnung, eine vernünftige Ordnung, weil hier kriege ich echt die Krise, das ist gar nicht meins. Ich bin ja normalerweise sehr ordentlich. Und in 7 Days to Die ist erst recht. So, aber ich würde sagen, wir sind jetzt erstmal am Ende einer Folge und am Ende dieser Aufnahmesession. Und in der nächsten Aufnahmesession werden wir noch ein bisschen Destroyed Stones holen aus dem verbrannten Biom. Dann werden wir die Mauer fertig machen, dann gehen wir Holz besorgen und wir machen einen Ausflug in die Stadt. Das und mehr machen wir aber erst in der nächsten Aufnahmesession und das auch schon übermorgen. Aber wenn es euch bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne Daumen hoch da und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Bis dahin, tschüss.